Hallo liebe Waage, herzlich willkommen bei In Balz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Waage bitte. Das hier sind zeitlose Legungen. Es ist nicht an ein Datum gebunden. Dann, wenn du diesem Video begegnest, ist der richtige Zeitpunkt da. In Bezug auf die Zeitspanne variiert es immer von Legung zu Legung. Bei diesen Momentaufnahmen kommt es immer wirklich drauf an, was du gerade erlebst. Okay? Wir sehen dann während der Legung, wie lange das ungefähr gehen wird hier. Okay, schauen wir mal. Für Waage bitte. Was ist momentan bei Waage los, bitte? Urteilskarte. Gericht, Urteil, Judgment. Das ist Judgment. Judgment. Gerichtskarte. Ein Thema, das für dich erledigt ist, Waage, ist für eine andere Person noch nicht erledigt. Das ist einerseits das, du dachtest, das ist jetzt finito, das ist jetzt geklärt, wir haben das jetzt besprochen, ich habe das letzte Wort gesagt, aber nein, ja, dieser Mensch ist, da ist jemand nicht der Meinung, dass das abgeschlossen ist. Habt ihr hier noch was zu sagen? Okay. In jedem Moment, wo hier eine Kiste wieder geöffnet wird und jemand sich nochmals dir präsentiert, Waage, wirst du diesen Menschen zum ersten Mal für das sehen, was er sie ist. Okay? Mit der Gerichtskarte habe ich auch den Eindruck, dass du momentan einen sehr glasklaren Blick auf die Dinge hast. Okay? Und es ist, gell, also meine Meinung ist ja, dass ich, gut, nicht Meinung, das ist meine Beobachtung, ich beobachte momentan in der Gesellschaft so diese Spaltung zwischen Konsumenten und Provider, also die Anbieter, ja, Anbieter und Konsumenten. Hey, ich bin hier eine Person, ich bin hier eine Person, ich habe 58.000 Abonnenten. Es gibt eine solche Trennung, dass manche Menschen anbieten und sehr viele Menschen konsumieren. Und ich sehe dich hier momentan in einer Anbieterposition. Auch du, wenn du zum Beispiel da irgendwo einkaufen gehst, dann bist du nicht Teil der Meute sozusagen, ja? Du greifst nicht einfach so zu, du lässt dich auch nicht rumschubsen oder ähnliches, du beobachtest die Menschen momentan und du siehst Verhaltensweisen in der Gesellschaft, okay? Es gibt die Schäfchen, ja, viele Menschen sind Schäfchen mittlerweile, das ist auch die bequemere Version, einfach den Trends folgen, Hashtags folgen, ja, die gehen einfach in einen Laden und lassen sich mal von all dem, was da für das Unterbewusstsein konstruiert wurde durch diese Marketingleute, Vertriebsleute, einfach mal durch den Laden leiten und kaufen, was sie kaufen sollen. So, du bist eben nicht so momentan, du hast einen glasklaren Blick darauf, was wie aufgebaut wurde, um die Menschen in die gewünschte Richtung zu lenken. Also du erkennst momentan Trends, Waage. Du erkennst momentan Trends, du erkennst verhaltenspsychologische Strukturen, erkennst du auch. Du gehst da nicht mit der Meute mit, sehe ich, sondern beobachtest. Beobachtest und siehst vieles sehr klar momentan. Okay. Das ist wie wenn du jetzt bei mir bei diesem Video zur Kommentarspalte gehst und die Kommentare überfliegst und anstatt da reinzugehen und mit irgendjemandem zu streiten, ja, schaust du dir die Kommentare und sagst so, ah, da ist eine Tendenz hin zu Blick in Richtung Vergangenheit bei den Leuten. Ah, da ist bei den Leuten, die bei In Balz Tarot zuschauen, ist da eine Tendenz hin zu Beruf. Viele kommentieren in Bezug auf Beruf. Also, verstehst du, was ich meine? Anstatt da teilzunehmen und dann da mit irgendjemandem Leuten zu streiten. Also von sehr kleinem Mikroblick hast du gewechselt auf Makroblick momentan. Hast einen glasklaren Blick auf die Leute. Ja. Gut. Ich sehe hier zum ersten Mal diese Bäume hinten. Falls da eine Pflanze
Braun werden sollte, Milben bekommen sollte, sonst wie, ja, falls du irgendwelche Schwierigkeiten hast mit einer Pflanze bei dir zu Hause, dann liegt es am Standort. Okay, du musst da mal schauen. Schattig, halbschattig, oder sonnig. Okay. Schattig ist schattig Richtung Norden, halb sonnig, halbschattig ist 5 Meter entfernt vom Fenster, vom Südfenster. Und sonnig ist sonnig, ja. Der Sonne hinterher. Da musst du am Standort, musst du da schauen, okay, was da nicht stimmt. Okay. Hier, der Mond, der muss zum Schatten. Die Pflanze muss zum Schatten, Richtung Norden. Ja. Da kommt ein Geheimnis hervor in nächster Zeit. Kehren wir zurück zu dieser Person da. Da gibt es eine Person, die sagt, nein, Waage, das, was du für abgeschlossen hältst, ist noch nicht abgeschlossen. Für mich ist das noch nicht beendet. Wir sehen jetzt hier auch den Grund dafür, dass dieser Mensch hier diese Kiste nochmals öffnen möchte, nochmals mit dir reden möchte. Dieser Mensch hat dir ein Geheimnis mitzuteilen. Okay, du erfährst hier etwas über diesen Menschen, das du bisher noch nicht wusstest. Dieser Mensch lebt irgendein arrangiertes Leben, hat da irgendetwas arrangiert im Geheimen, dass er sie privat auslebt. Das Unschuldigste wäre ein geheimes PlayStation-Zimmer. So, Waage, mich kennen alle als Büromensch immer draußen am Spörteln und machen, aber es stimmt nicht. Ich habe zu Hause ein geheimes Zimmer. Da habe ich ein PlayStation und ich spiele regelmäßig PlayStation. Das ist das Unschuldigste. Das ist das Unschuldigste. Sechs der Kelche. Du wirst diesen Menschen absolut akzeptieren, so wie er sie ist. Ja. Und wir haben hier, oder das ist auch interessant, wir haben hier bei Sechs der Kelche schon diesen Turm hier. Siehst du diesen Turm? Was, das blendet hier, gell? Siehst du, hier ist ein Turm. Ja. Was ist mit diesem Turm im Gegensatz zum Turm auf der Turmkarte? Jawohl, der steht noch. Das ist gar kein Schock für dich. Das wird dich gar nicht schockieren, sobald du hier erfährst, ja, was er sie für ein Geheimleben hat, wirst du direkt eins und eins zusammensetzen und dir sagen, ja, natürlich, damals oder der Grill hat nicht funktioniert und da mussten da Schrauben und allerlei Dinge installiert werden und der ist einfach gekommen und hat da mit flinken Händen zack, 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 zack alles angeschraubt und dann funktionierte das auch mit dem Gas und alles. Natürlich ist der da mit PlayStation, ja, sehr gut darin, manuelle Aufgaben auszuführen. Ja? Mein Gott, natürlich hat sie innerhalb von 3 Monaten den Führerschein gemacht. Sie ist da die ganze Zeit am PC am Gamen im Geheimen. Ja? Mein Gott, natürlich ist er so kommunikativ. Natürlich kann er sehr gut mit Worten einen überzeugen. Der ist da die ganze Zeit am Chatten mit Leuten. Ja, redet mit wildfremden Leuten die ganze Zeit. Ja, online. So. Es wird für dich Sinn machen und du wirst hier mit Sechs der Kelche gar nicht schockiert reagieren, sondern sehr, sehr tolerant und akzeptierend. Okay. Zwei Infos, Waage. Wir haben Pride Month. Jawohl, zu Ehren von Pride Month gibt es auf meiner Webpage ein Glücksrad. Kannst da dran drehen und bis zu 60% Rabatt auf die Fortsetzung gewinnen. Yes, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich schon bald mit der Jahreslegung beginnen werde. Jahreslegung 2025. Yes. Und ich werde mit jenem Sternzeichen beginnen, dessen Videos am meisten geteilt wurden. Unten ist Teilen, da ist ein Teilen-Symbol unter dem Video, da teilen, teilen, teilen. Momentan hat wieder die Nase vorne. Ja, wieder. Aber du, ich bin zuversichtlich, dass da jemand aufholen wird. Ja. Schauen wir mal. Ah, und der Link zur Fortsetzung wird mittlerweile im Bild angezeigt. Gell, ich zeige es dir nachher gleich. Du musst nicht mehr runter zur Infobox scrollen, da in den Kommentaren suchen musst du nicht mehr. Es wird mittlerweile hier angezeigt. Jemand hat gesagt, es wird nicht angezeigt. Es wird angezeigt. Es wird hier, steht sogar, siehst du hier, da ist ein Button, ja.
Also das wird dann nachher noch ausgefahren, sobald ich es dir sage. Das wird hier im Bild angezeigt. Naja, Technologie, Technologie, Ast der Stäbe, da kommt ein Neubeginn zwischen euch beiden. Ihr könnt von vorne starten, ihr zwei. Ja sicher, Ast der Kelche hier. Ein Neustart zwischen euch beiden. Dieses Mal mit Ast der Stäbe komplett anders wie vorher. Hier werden gewisse Dinge ganz anders laufen. Ja, Ast der Kelche. Kelche stehen für das Herz. Ja? Und das hier ist ein Neubeginn im Herzen sozusagen. Eine Kiste aus der Vergangenheit, die du eigentlich abgeschlossen hattest, öffnet sich hier wieder und damit kommen auch all die Gefühle wieder hervor. Es wird hier eine Erfrischung auf Herzensebene stattfinden und mit Ast der Stäbe dieses Mal alles ganz anders laufen wie bisher. Ich werde hier mit diesen Karten vage schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Der Link zur Fortsetzung wird jetzt hier eingeblendet, hier im Bild. Okay. Ich kontrolliere immer bei allen Videos. Und falls es nicht angezeigt wird, dann musst du dein YouTube updaten. Du musst deine Apps updaten. Das wird hier angezeigt. Ich kontrolliere das jedes Mal. Es wird hier im Bild angezeigt. Aber ich sehe auch in den Analysen, dass die angeklickt werden. Also das funktioniert. Das ist YouTube, das ist Google, das funktioniert. Da wird der Link jetzt wurde gerade vorhin eingeblendet, weiß nicht, ob man es noch sieht, aber es wurde eingeblendet. Du findest den Link auch unten in der Infobox im obersten Kommentar. Okay? Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye!